Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Arcania Gothic 4. Ja, okay, wir fangen hier wieder an. Super. Ich habe euch gerade ein Part versucht aufzunehmen. Aber wenn man einen Hund hat, der einfach reinkommt und rumpelt, obwohl ich die Türe zugemacht habe, ja, Labradore können leider sowas, dann ist das ein bisschen dumm. Also, wir haben mit Leowyn geredet. Wir haben ihren Schlüssel im letzten Part gefunden gehabt. Ich habe mit Mühe und Not gefunden, wo sie ist. Also, ich wusste halt nicht mehr auswendig, wo sie war. Und da habe ich halt ein bisschen rumgesucht, wo sie ist. Dann haben wir mit ihr gesprochen und wir müssen eine kleine Schatulle bergen. Also, eine kleine Schatulle müssen wir jetzt bergen. Da sind Briefe drinne. Also, die hat sie halt wegwerfen müssen, weil, die Männer vom König sie gesucht haben oder halt hier ihr auf den Fersen waren. Und ja, wir müssen die Schatulle mit Briefen finden als Beweis für dass der König dem bösen Dingsterbumster König dient, dem oh, ich weiß nicht, wie er heißt, der dritte da, Robert der dritte. So, jetzt habe ich's. So, dass er halt ein Mittelsmann von Robert dem Dritten ist. Ja, wohin laufe ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, müssen wir, wie gesagt, jetzt die Briefe finden. Und den Mittelsmann von Robert dem Dritten hier ein Ding festzumachen. So, da geht's lang, dann geht's hier längs. Und darunter, also wo die Schatulle ist, weiß ich noch ganz gut. Warum auch immer ich mir nur das gemerkt habe. Okay, so kann man das machen. Ja, ich kenne mich hier lang nicht mehr so aus, aber das weiß ich irgendwie noch. Ich werde nachher noch ein paar Titan Quest aufnehmen und euch noch ein Sammlungs-Updates Video bringen, da ich am Samstag wieder auf dem Flohmarkt war. Aber leider konnte ich das nicht aufnehmen am Samstag, da mein Vater Samstag und Sonntag eigentlich fast nur im Wohnzimmer war. Lange Geschichte, es ist ein bisschen, ja, familiäre Probleme da. Eigentlich hätten keine Probleme entstehen müssen, aber mein Vater macht wieder mehr Probleme, als es überhaupt sind. So, Punkt, aus. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja. Das ist das. So viel dazu. Hallo. Was machst du hier? Die Jägerschlucht ist dicht und ich komme nicht ins Bluttal. Dann endet man eben hier, in Stuark. Kennst du dich in der Gegend hier aus? Außerhalb von Stuark, klar. Hier gibt es vor allem Farmland und Plantagen. Und noch ein paar andere Dinge. Andere Dinge? Was meinst du? Die Gegend hier ist durchzogen von Höhlen, über die man sich nichts Gutes erzählt. Nun, ich bevorzuge sowieso den freien Himmel über dem Kopf und halte mich lieber von düsteren Gewölben fern. Was erzählt man über die Höhlen? Die Leute hier glauben an einen alten Fluch und an Untote, die Höhlen durchstreifen. Vielleicht ist das ja alles nur Aberglaube. Wer weiß. Ich werde jedenfalls nicht prüfen, ob es stimmt. Sondern? Was hast du jetzt vor? Ich werde erst einmal Ricklin suchen. Dann finden wir sicher einen Weg, wie wir hier wegkommen. Wer ist Ricklin? Mein... Ja, wir wollen bald heiraten. Er ist also dein Geliebter? So ist es. Er gehört wie ich zu den Waldläufern. Ja, und wo steckt Ricklin? Keine Sorge, wir werden ihn suchen. Aber ja, die will mit Ricklin heiraten. Ich bin verheiratet. Meine Frau ist tot. Kurzer Spoiler. Ihr Mann ist auch tot. Da gibt's irgendwie Gemeinsamkeiten. Nicht? Und ja, sorry für den Spoiler, aber irgendwie musste das jetzt sein. Also irgendwie musste das ja irgendwie so enden. Ah, soll sie lieber mich heiraten, einen starken Krieger. Ja, stark in Anführungszeichen. Und ja. Da geht's runter, oder? Nein.
Ach, das ist super. Sag mir nicht, wir hätten den Teleporter nehmen sollen und dann da runter gehen müssen. Ach, sorry, ich bin noch leicht erkältet. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Und ja, ich habe vergessen, dass das Spiel ist, in dem es am meisten regnet. So viel. Ich habe schon einige Rollenspiele gespielt. Ich habe Drakensang gespielt, Drakensang am Fluss der Zeit, Oblivion, Skyrim, dieses Spiel hier, Venetica habe ich gespielt, Dragon Age Origins, und in keinem regnet es so viel wie in diesem hier. Ah, nö, fliegen. Ich spiele gerade ab und zu mal mit meiner Schwester die Minecraft Osborn Mod. Und da sind auch hässliche Fliegen drin. Ich kann Fliegen nicht ab. Die sind einfach so widerlich. Okay, okay. Ah, die Fliegen haben die Schildkröten getötet. Gut zu wissen. Na, ne, okay, nicht alle. Ich dachte, die Schildkröten hätten alle getötet. Die Fliegen hätten alle Schildkröten getötet. Hier, Fleischragout. So, wir müssen, glaube ich, auf diese Seite hier. Och nö, oder? Oh, sorry. Okay. Da muss die... Ne, ein vergessenes Grab. Das. Alles mitnehmen. So, C drücken. Wiederherstellen, 6 Stück. Oh, bleib mal kurz so. Geht schneller. Hier muss irgendwo die Schatulle sein. Ich weiß doch, wo sie ist. Hier am Strand irgendwo. Ja, irgendwo ist gut. Irgendwo ist echt ziemlich gut. Naja. Naja, wir werden sie schon finden, aber hier irgendwo muss sie sein. Nehme ich mal an. Ja, da ist nichts drinne. Nee. Könnte erstmal aufhören zu regnen. Ach ja, und Tools 2 habe ich übrigens auch noch gespielt zu der. Also so ein bisschen zumindest, um die Auflistung komplett zu machen. Da ist die Schatulle. Wir haben sie gefunden. So, hier, nimm das. So, wir sind noch eine Stufe aufgestiegen. Das ist alles wunderbar. Jetzt müssen wir zu Leovin gehen. So, aber jetzt müssen wir erstmal den Lappen hier töten. Tötet alles, was sich vor die Füße fällt. Würde ich mal sagen. Hier so Meeresschildkröte. Warte mal, wir sind eine Stufe aufgestiegen halt. So, Inventar. Ne, halt. K sind Fähigkeiten. Da machen wir einen auf Kampfgeist, einen hier drauf und einen hier drauf. Ja, yeah, wir werden es speichern. Dann werden wir kurz mal herstellen. 8 Stück. Okay, ich dachte gerade, da wäre noch einer, aber der ist tot, hat mir halt falsch angezeigt. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder nach Stuart kommen. Und ja. Dann werde ich auch den Part beenden, wenn der die Dokumente abgegeben haben und der König nicht mehr der König ist, sondern der rechtmäßige König da ist. Ach, besser als in Dragon Age Origins. Da läuft man mit einem königlichen Bastard rum, der zum König wird. Ja, yeah. Und Bastard wird wörtlich genommen, also zumindest
ja, würde das zählen, wenn man ihn Bastard nennt. Ein ekliger Riesenkäfer. Räumen die ihre Leichen nicht weg, wenn man sie getötet hat? Ich mag sowas gar nicht. Warte mal kurz, ich muss kurz Stuhl hochstellen. Ich hasse diese Stühle. Zumindest von diesem Möbelhaus. Nicht Ikea. Nein, so hätte ich gesagt von diesem schwedischen Möbelhaus. Aber es ist nicht Ikea. Keine Sorge. Es ist nur etwas Hässliches. Oder ist es nur ein komisches Möbelhaus? Und ich stühle nicht gerade so. Also er ist bequem, ja, das muss man sagen. Aber von der Qualität her ist er nicht ganz so geil. So, jetzt laufen wir dahin. Ja, da müssen wir Liowins Verlobten finden. Nicht Geliebter, es ist ein Verlobter. Ja, ja, den müssen wir finden, der tot ist. Spoiler-Alarm. Das hätte ich vorher, habe ich aber vorher schon gesagt, dass es ein Spoiler ist. Den werden wir aber dann im nächsten Part suchen, also ich werde den nächsten Part jetzt nicht gleich aufnehmen. Hinterher, ich werde jetzt gleich noch eine Runde Titan Quest aufnehmen. Jetzt müssen wir erstmal zu Liowin gehen. Ich glaube, wir müssen die bei Liowin abgeben. Ah, bisschen noch erkältet, aber es wird schon alles, es wird schon. So, auf zu Liowin, auf zu Liowin. So. Ich glaube, hier müssten wir lang. Ja, da geht's gut lang. Und hey, es regnet mal nicht in diesem Spiel. Sie haben nur zwei Wetterlagen eingebaut. Regen und kein Regen. Und Regen haben sie auf 70% gestellt. Da habe ich zumindest so das Gefühl. Alles andere wäre ja irgendwie richtig seltsam. Ah, sorry. Hi, Liowin. Hi, hi, hi. Ja? Okay, ich habe doch die Briefe gefunden. Muss ich sie nicht bei Liowin abgeben? Ach nee, halt. Ich muss zu Groma gehen. nicht Groma. Groma war auf der Insel. Der Typ da. Der Wachposten. Der haut drauf. Mensch da. Ich hau alles kurz. Ein kleiner Typ hier. Glaube ich zumindest, weil ich habe die Briefe gefunden. Oder habe ich sie jetzt nicht mitgenommen? Das wäre ja jetzt der Hammer, wenn ich sie jetzt nicht mitgenommen hätte. Holzschatulle. Nein, nein, nein. Ich habe die Briefe da. So, die alte Kassette, die wollte ich eigentlich auch abgeben, aber die hat sie ja leider nicht genommen. Die hässliche Tante da. Und? Alles klar? Ja. Und? Ich würde sagen, ja. Ich habe mich entschieden. Ich werde härter. Was? Ich habe mit Liowin gesprochen. Sie hat Beweise gegen Renwick. Wenn das stimmt. Ich hab doch. Ich hab die Schatulle doch. Was wollt ihr von mir? Ach so. Ich hab das getan. Jetzt muss ich zu Liowin gehen und die Briefe abgeben. Glaube ich zumindest. Was dann hin und her, was dann hin und her. Egal, dann wird es halt heute ein etwas längerer Part. Kommt euch auch nur zugute. Und ja. Ich werde dann gleich mal so schauen, was so auf YouTube abgeht, so auf meinem Kanal, während ich das hier hochlade. Dann werde ich Titan Quest aufnehmen und ja. Ah, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Was sind mehr? Ich hab doch die. Was soll das Ganze jetzt? Also schon der ein Bündel mit Briefen, Leo Winzer. Ja, ich hab doch die Briefe. Wem muss ich die Briefe geben? Ach, muss ich das Hertha dem Typ von der Wache da geben? Hertan, ja. Hertan. Nicht Renwick, Hertan.
Ich komme hier gerade ganz durcheinander. Ich habe das hier Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Muss ja echt wieder zurechtkommen. Ich glaube, das müssen wir dem Hai niedergeben. Der, wo da rumsteht, im westlichen Teil da. Na, schade. Ich kann den Krug nicht kaputt machen, leider. Ah, Heilpflanzen. Gut zu wissen. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf diese Pflanzen. Haben sie trotzdem eingesammelt. Was muss, das muss. Komm, lauf. Also hin. Na, Kleiner? Warte mal kurz. Nee, Gorn, habe ich schon überfragt. Hinten. Hinten, hinten, hinten. Im westlichen Teil muss er sein. Das muss der sein, oder? Ist er das? Ist er das? Was sein wird, wird sein. Ja, wem muss ich die Briefe jetzt geben? Ja, halt hier. Nee, nein. 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 Was ist das? Rebellenversteck. Frederisch Baron. Bring die Schatulle mit Renwick. Ah, wir müssen noch zum Rebellenversteck gehen. Ach so, ja klar. Sag das doch gleich. Sag das doch gleich. Dass wir zum Rebellenversteck gehen müssen. Okidoki. Dann werden wir jetzt uns ein bisschen auf den Weg machen, aber wir werden nicht den ganzen Weg laufen, denn ich habe jetzt keinen Bock da drauf. Oder was heißt keinen Bock, aber ich will jetzt einfach nicht noch mehr machen, da ich noch was anderes aufnehmen muss oder sollte halt. Und nicht nur deswegen, weil ich auch einfach hier nicht so die große Lust habe, jetzt durch die ganze Höhle zu latschen, weil ich mich da gar nicht mehr auskenne. Da muss ich erstmal wieder schauen. Ja, wir sind jetzt eigentlich bald, also was heißt bald, aber wir kommen jetzt so langsam der Stelle näher, die ich, hässlicher, ekliger Käfer! Geh mal sterben und deine Kinder auch! Wir werden niemals zu so einem riesigen Teilen eklig und hässlich. Hier, was hast du anzubieten hier, Hörner? Dann geht die Leiche wenigstens weg. Ich will mal den Apfel. Da geht es, glaube ich, weiter. Aber wir gehen mal in den Umweg. Da ist nämlich noch so ein ekliger Teil. Noch einer. Meine Güte, wie viele eklige, hässliche Teile gibt es hier? Nimm's mit. Da ist noch so ein ekliges Teil, aber das lassen wir jetzt auch mal gut sein. Ich werde erstmal gucken, wo wir dann überhaupt lang müssen. Ich weiß das ja auch nicht mehr auswendig. Warte mal, wartet mal. Müssen wir... Müssen wir da lang oder müssen wir da andersrum lang? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, wir müssen hier lang, warte mal. Alte Krypta, genau richtig. Och nö. Oh, Mini-Viecher hier. Die sind ja noch okay, also die kann ich ja noch sehen, aber alles andere. Alles andere geht ja mal gar nicht. Ja, kommt doch her, ihr Viecher. Ach, das Viech geht ja noch. Das ist ja nicht so eklig. Sieht aus wie ein Dodo-Vogel irgendwie. Ein Dodo. Ah, die sind ja okay. Die und Goblins, die sehen noch am angenehmsten aus. Die sehen echt noch am angenehmsten aus, also von den Viechern, die ich bis jetzt gekämpft habe.
So. So, sorry. Gerade ein bisschen husten. So, nein. So, auf jeden Fall, wenn ich jetzt nochmal kurz den Stuhl hochstellen, sorry. Ich hasse sowas dermaßen. Ich muss da eigentlich mal nach einem geilen Stuhl gucken. Wir müssen da nach oben zu alten Krypta, glaube ich. Also, wie lautet die Regel, wenn kein Schild kommt, immer geradeaus oder immer in die Richtung, wo das erste Schild gezeigt hat. Aber wir werden gegen die noch kämpfen und dann werde ich erst mit dem Part für heute beenden. Den restlichen Weg werden wir dann später laufen. Im nächsten Part. Einfach. Also etwas später. Einfach im nächsten Part werden wir den laufen. Ja, da ist ja schon die alte Krypta. Ich sehe schon. Auf der Karte. Boah. So, dann müsste hier eigentlich die alte Krypta sein, oder? Ja, okay. Dann werde ich aber sagen, was das für diesen Part hier erstmal. Und im nächsten Part werden wir in die alte Krypta reingehen. Also ich werde jetzt nicht mehr so eine lange Pause machen mit Arcania aufnehmen. Drakensang geht. Titan Quest geht auch bald weiter. Was sag ich? Drakensang. Titan Quest geht auch heute noch weiter. Ja, dann würde ich sagen, bewertet den Part. Abonniert, falls ihr das noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.